Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Dünkü yayında gördüğünüz arkadaşlar 6 tane toplam karantinada olan yavru kedilerimiz var. Bunları da veterinlere götürüyorum. Zaten günde 2-3 kere neredeyse veterine gitmeye başladım. Çünkü evin içinde panda ve köpeğin hastalığı var. Panda ve köpeğin hastalığı da kedi gençlik hastalığı denilen olan hastalığıdır arkadaşlar. O da yani teşhis olduktan sonra veya yakaladıkları anda ve virüs içlerinde yani bünyesine göre patladıktan sonra bunların yaşama şansları çok zor oluyor. Elimde çok sağ olsun dün bir tane Alman vatandaş bizim Türkiye'de Felisarin Plus denilen olan bir ilacımız bize ayrıldı. Burada Türkiye'de yani Almanya'dan bize burada bir vesile oldu dedim ben size. Bizim bir Alman ilacımız var şu an elimizde. Onunla dahil uyguluyoruz şu anda. Yani toplam vitamin destek de veriyoruz ve Veliserin Plus da kullanıyoruz ve başka bir ilaçlar da uyguluyoruz zaten bizim veterinerler. Onların işine zaten karışmıyorum. Ben ne gerekiyorsa zaten yapılsın her zaman söylüyorum ve ne gerekiyorsa da yapıyorlar arkadaşlar. Ama maalesef tüm müdahalelere rağmen bizim yavru kedilerimiz Leo ve Zeki durumları iyi görünmüyor. Hatta Zeki'nin bütün pozitif hastalıklar çıktığı için uyutulmayı hatta önermişlerdi bana. Çünkü aşırı ürkek ve nereye kaçarsa başka kediler de bulaşabiliyor ve zaten bunlar yani her türlü hastalık bulaştırabildiği için başka kedilere de ölebilirler. Ben kesinlikle bunu kabul etmedim. Bunu yani veterin de kendilerine kabul etmemişlerdi. Bunun üzerinde bizim burada Manavgat en yakın yere gittim. Bir tane karantina kafesi aldım. Bu kafesin içinde ben şu anda karantina tutuyorum. Niye? Yaşaması için elimden geleni yapıyorum ben zaten orada. Yani kedi yaşasın yani ben başka bir şey istemiyorum. Ondan dolayı bütün gerekli tedaviler, destekler, ilaçlar, vitaminler bu kedi için dahil yapılıyor şu anda. Hatta şu anda bir tane sıcak su torbada koydum. Çünkü vücut ısısını kaybetmemeleri gerekiyor. O da çünkü az önce o da yani kustu. Diğeri de kustu. Ayrıca bizim Leo'nun da aşırı bir ishali var. Yani neredeyse su gibi. Ondan dolayı tekrar az önce veterinere götürdüm. Ve deri altı serum yaptılar. Yani bayağı bir yaptılar. Destekli vitaminler, serum yaptı bizim veterinerler. Ve kesinlikle vücudunu sıcak tutun dediler bana. O da zaten sıcak su torbayla, sıcak su şişelerde şu anda sıcak tutuyoruz vücudunu arkadaşlar. Ve inşallah yaşar. Eğer bu gece yaşarsa zaten inşallah da yaşar öyle diyeyim ben size. Ama şu anda durumu çok 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 kritik. Hatta biraz sonra da size göstereceğim. Elimizden gelene her şey yapıyoruz. Veterinle her şey yapıyoruz. Hiçbir şeyden kısmıyoruz. Yani seruma kadar her şey yaptırdık bu kediye bugün. Ama yani sonunda bünye. Yani ben bir şey diyemem de yapamam artık. Yani ben çünkü tek elimde gelen onu zorla iğneyle yedireceğim biraz sonra. Enjektörle yedireceğim. Onu da inşallah kusmaz tekrar. Ama mamada yaş mamayı da sıvı gibi yapacağız. Öyle yedireceğiz. Ve inşallah da kusmaz. Çünkü az önce de kustu. Ve ishali var dediğim gibi aynı su gibi. Ayrıca bizim Zeki de yemek yemiyor arkadaşlar. Ve bizim siyah olan da yemek yemiyor. Siyah olanın durumu şu anda normal gözüküyor ama iştahısı yok. Ama onu da enjektörle biraz sonra besleyeceğiz. Ama bizim bizim gri kedi ve bizim sarman kedi ve bizim Nicole'un durumu iyi görünüyor arkadaşlar. Onu da zaten biraz sonra hep birlikte size göstereceğiz. Ayrıca ben yarın İstanbul'a gideceğim. Tabii ki bu kadar hasta yavru varken nasıl gidersiniz? Benim de bayağı bir özel işlerim var ve ayrıyeten bayağı bir işlerim var. Bizim veteriner hekimimiz dahil günde iki kere elemanla birlikte bu eve gelecekler. Kedileri tedavi edecekler ve tedaviden sonra da doyuracaklar. Ondan sonra tekrar yani haber edecekler bana kedilerle ne olup ne bitene ve ben de size yayın olarak bunları da İstanbul'da olsam dahil kedilerin son durumu size tabii ki ileteceğim. Yani sabah bizim elemanımız gelecek. Kedileri besleyecek. Yani kedileri besleyecek. Ve yani bütün kedileri besleyecek. Veterinlere götürecek. Veterinere götürdükten sonra ilaçlar yapılacak. Ve akşam da tekrar kontrolde gelecekler bu eve. Ve kedilere bakacaklar. 6 tane hasta olan
yavru kedilerimize bakacaklar arkadaşlar. Ama bizim Leon'un durumu maalesef yani çok 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 kritik. İnşallah yaşar. Vücut ısısı da 34'e düştü. Ve 34 baya bir daha düşük düşerse maalesef ölür arkadaşlar. Yani biz de artık burada ne yapacağımızı gerçekten ben de bilmiyorum. Çünkü öyle bir değişik bir hastalık ki bakın ilacı da var bende. Felisterin Plasta sağ olsun bir tane takipçimiz Doren Günte denen takipçimiz. Bizim bu ilacımız tedarik etti bize burada Türkiye'de. Ama bazen de elden ne yapsan da olmuyor yani. Ben ancak bu gereken bütün ortamı ayarlarım, veterinere götürürüm ve bunlar için yaşamalar için her elimden geleni her şekilde yaparım. Ama yaşamıyorlarsa yani gerçekten en fazla üzülen benim. Çünkü benim elimde ölüyor bunlar. Yani bu sene bayağı bir kaybımız oldu bu kedi gençlik hastalıktan. Kurtardığımız olan yavru kedilerimiz de oldu. Mesela bizim Gretel, bizim Leyla, bizim Silvia. Kurtardığımız yavrularımız da oldu. Ama benim için de tabii ki şu anda çok 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 zor bir süreç arkadaşlar. Ve inşallah hepsi de yaşarlar yani. So, guten Abend und herzlich willkommen zum Livestream bei Cats and Gold. Es geht heute darum, dass es leider dem Zeki und dem Leo gar nicht gut geht. Ich glaube sogar, dass der Leo das vielleicht auch die Nacht nicht schafft, meinte der Tierarzt. Wir waren heute Morgen beim Tierarzt und wir haben natürlich alle behandelt. Dank der Doreen Günther haben wir das Felisarin-Plus hier in der Türkei bekommen. Und das wird auch natürlich bei allen Katzen 1 Milliliter benutzt. Und bei 6 Katzen gehen da 1,5 Flaschen sowieso täglich weg. Denn wir haben 6 Babys, die da behandelt werden. Und der Nicole, dem grauen und dem gelben Baby geht es sehr, sehr gut. Aber dem Zeki, dem schwarzen und dem Leo geht es nicht gut. Also der Leo ist sehr, sehr kritisch. Also ihm geht es gar nicht gut. Ich war mit ihm eben nochmal beim Tierarzt und er hat nochmal ein Serum bekommen. Er hat Vitamine bekommen. Er hat mehrere große Spritzen unter die Haut bekommen. Und der Körper muss definitiv warm gehalten werden und wenn es diese Nacht schafft, dann wird er das auch höchstwahrscheinlich schaffen. Aber der Tierarzt meinte, halte ihn bitte warm mit Wärmflaschen, denn seine Körpertemperatur ist bei 34 Grad und bei 34 Grad, wenn es da untergeht, ist es leider sehr, sehr gefährlich. Und der Säcki will auch gar nichts fressen, der hat auch gerade sich übergeben und wenn eine Katze sich übergibt, ist es auch immer nicht gut und der Leo hat auch also wenn er seine Toilette gemacht hat, ist es wirklich wie Wasser, wenn er AA macht. Und da muss man natürlich auch jetzt auf alles aufpassen und ich hoffe natürlich auch, dass sie das überleben. Ich fliege morgen auch nach Istanbul und mein Personal, der sich mit Katzen mittlerweile auch sehr, sehr gut auskennt, weil der arbeitet seit 4 Jahren bei mir und er kümmert sich auch immer um die ganzen Katzen, während ich nicht da bin oder um die Katzen im Laden, kümmert er sich auch. Und er kommt hier in der Früh, wird die Katzen alle füttern, er wird sie zum Tierarzt bringen, er wird sie auch die kranken Katzen, die nicht fressen, so wie der Leo, wenn er das überlebt, der Zeki, wenn er das überlebt und auch der Schwarze von den drei neuen Babys, wenn es alles überleben, werden die vom Tierarzt gefüttert und am Abend wird dann nochmal zur Kontrolle gekommen und der Tierarzt auch. Und dann, wenn alles dort alles gut läuft, dann werden sie auch natürlich die Katzen hier wieder verlassen. Aber auf jeden Fall wird sich hier um die Katzen gekümmert. Und ich werde natürlich hier auch wenn ich hier in Istanbul bin, immer informieren, was mit den Katzen passiert ist. Mein Herz ist zwar hier und es geht mir auch nicht gut damit, jetzt gerade wegzugehen, aber ich muss wirklich fliegen, sonst würde ich niemals hier die Katzen hier so alleine zurücklassen. Aber ich weiß, dass sie in guten Händen sind und ich kann nicht mehr machen, als sie zum Tierarzt fahren, sie zu füttern und in Quarantäne zu halten und sie warm zu halten. Und das wird natürlich alles für die auch gemacht, wenn ich jetzt ein paar Tage nicht hier bin. Und ich habe noch ganz viel heute diese Mamamatic-Behälter gekauft. Also wo unten das Feuchtfutter, wo unten das Wasser ist, meine ich, wo unten das Wasser und Futter rausläuft. Und dann hat man hier auch, wenn die voll sind, hier ganz, ganz viel, sowohl für die Babys in der Quarantäne oder hier zu Hause oder vor der Tür oder unten. Für die Katzen, die da unten leben, hat man ja auch genug Futter vor Ort. Und mein Angestellter kommt, wie gesagt, in der Früh alle füttern, die Katzenklos sauber machen und das Gleiche natürlich auch am Abend. Und auch natürlich auch die Katzen alle zum Tierarzt fahren. Und der Tierarzt wird auch hier vorbeikommen und sich immer die
Lage von den Katzen auch natürlich immer anschauen. Ne? Und ich hoffe natürlich auch, dass sie das alles überleben, denn mir geht es wirklich zurzeit auch gar nicht gut damit. Und alle Babykatzen, die ausgesetzt wurden, denen man hier ein neues Leben geschenkt ist, denen man ein neues Leben hier geschenkt hat, dass es denen besser geht, dass es denen gut geht, dass die jetzt alle mit der Katzenseuche angesteckt sind, ist natürlich auch etwas, was mich sehr, sehr traurig macht. Und welche man davon das Leben retten kann, werden wir allen versuchen, denen das Leben zu retten. Aber leider sieht man für den Leo sehr, sehr schlecht und den werde ich auch euch gleich auch zeigen. Und dann hilft nur noch das Beten für die Katzen, dass sie jetzt auch überleben, denn das ist eine Krankheit, wo normalerweise, wie ihr seht, wir haben auch das Gegenmittel von der Pandacopanie, das Phenylcetin da, aber das hilft also auch nicht immer 100%, weil die Nicole bekommt halt den vierten Tag das Phenylcetin, der anderen Katzen haben das halt zum zweiten Tag, am zweiten Tag schon bekommen, aber leider geht es denen immer noch sehr, sehr schlecht. Ne? Und dann werden wir halt schauen, dann werden wir halt schauen, was daraus wird. Weil wie gesagt, ich werde euch informieren und ich werde alles für die Tiere tun, was in meiner Hand liegt. Also es war immer so und es wird auch immer so bleiben. Aber ich finde es halt traurig, weil diese Katzen wirklich ganz, ganz unschuldige Katzen sind. Katzen, die ausgesetzt wurden, Katzen, die keiner haben wollte. Ich habe denen hier ein Leben geschenkt und dass sie jetzt alle mit der Katzenseuche angesteckt sind, ist halt für die auch sehr, sehr großes Pech. Wir hätten heute sowieso nicht mehr gelebt. Sie hätten es unmöglich auf der Straße geschafft. Und jetzt sind die auch hier bei mir zu Hause todkrank. Und wir hoffen auch natürlich, dass sie das alles überleben. Ne? Yani bu yavru kediler sokağa atmışlar arkadaşlar. Yani kimse bu yavru kediler istemedi. Yani biz bunların için bir ikinci hayat verdik bu evde. Aldım onları, topladım sokaktan getirdim. Zaten sokakta yaşama hiç şansları sıfırdı. Ve şu anda burada yaşamaları için elimden geleni zaten yapıyorum. Ve her zaman da yapacağım. Ama bu şekilde şu anda hepsi hastalanmalarını gerçekten bayağı bir zor bir durum, zor bir süreç. Aşılı olan kedilerde hiçbir sorun yok ama aşısı olmayan olan yavru kedilerde şu anda hepsi maalesef birbirini bulaştırdılar. Bizim Lili çok şükür bulaşmadı. Bizim Lili de şu anda yukarıda ve elemanı özellikle uyardım, geldim evde hepsini gösterdim ve bakın yani eğer yemek yemeyen, iştah olmayan bir kedi varsa mutlaka hemen tedaviye başlatın. Veterinerde de bu konu konuştum ve ben iyi olmazsam bile burada her şekilde gerekeni yapılacak arkadaşlar. Ve bakın böyle mama matikler aldım. Bunları biraz sonra hepsini kuracağım. Şimdi hepsini yıkattık. Ich habe auch jetzt alle solche Futterbehälter gekauft und Wasser. Die kommen vor die Tür, in die Zimmer und auch, dass die Katzen hier alle viel Futter und Wasser haben. Yani buradaki kedilerin mama, su da hiçbir eksiği olmayacak arkadaşlar. Elemanımız dediğim gibi sabah ve akşam yaşmama vermeye gelecek. Ve kedi tuvaletlerini temizleyecek. Mein Angestellter kommt hier die Katzenklos zweimal am Tag sauber machen und auch natürlich hier die Katzen füttern mit Feuchtfutter. Und ich habe gestern neue Körbe gekauft und schaut mal, wie der, sie sich freuen, da drinnen zu sein. Hier zum Beispiel ist die Silvia. Und die Biscuit und Gretel will auch mit da rein. Das ist für sie gerade sehr, sehr neugierig. Bakın arkadaşlar. Carola Plop fragt, wie lange bleibst du in Istanbul? Ich bleibe fast eine Woche in Istanbul. Ve bakın arkadaşlar, bizim yeni yuvalarda nasıl yatıyorlar? Yani yeni yuvalar yaptık bunlara. Alta da bir tane koyduk. Bakın. Lady Di oraya girdi. Dann noch eine da unten hingestellt, damit es wie eine Höhle ist. Und schau mal, die Lady Di ist gleich da reingegangen.
Das ist für sie mal ganz neugierig. Die sind gleich in die neuen Boxen reingetan. Reingegangen meine ich. Hepsi yeni yuvalara girdiler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve yeni mamamatikler bu şekilde kurduk. Die neuen Mamamatiks sind hier so ausgestellt. Also man sieht, die sind voll mit Wasser und einer voll mit Futter. Da ist über 1 Kilo Futter drin. Und sobald da ein bisschen mehr rausgefressen wird, rutscht das automatisch darunter. Und genauso auch natürlich beim Wasser. Und da werden jetzt auch vor die Haustür welche gestellt und unten beim Balkon welche ausgestellt. Und bei den Babykatzen in der Quarantäne sind da schon welche drin. Und diese Näpfe werden jetzt natürlich alle aufgehoben. Bu kapları kaldıracağız. Und diese Näpfe, die hier sind, kommt überall Feuchtfutter rein. Das ist jetzt für Feuchtfutter gedacht. Bunlara da yaşmama için burada duruyorlar arkadaşlar. Bunları artık korumama koymayacağız. Yani bakın, yaşmama da yediler. Die haben alle ihr Feuchtfutter gefressen. Und Aşkım ist jetzt auch gekommen. Und Aşkım bekommt jetzt auch ihr Feuchtfutter. Was hast du hier, Aşkım? Was hast du hier auf deinem Fell? Komm mal her. Ist das eingetrocknetes Blut? Komm mal her. Psch, 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 psch. Ja, die kommen gleich schon wieder. Die juckt sich natürlich auch sehr mit ihrem, was sie da hat, mit ihrem Ohrentumor leider. Und die muss auch noch mal zum Tierarzt. Die hat jetzt ein paar Tage hier Medizin bekommen. Und wenn er schon hierher kommt, wenn ich nicht hier bin, dann kann sich das auch anschauen. Und das ist die Einzige, die keine Impfung hier ist. Die Einzige, die hier keine Impfung hat. Und hier oben jetzt tief und fest schläft. Und die wird natürlich auch sehr, sehr beobachtet. Ob sie gut frisst oder Wasser trinkt oder alles andere halt, ne? Es ist einfach so leer ohne den Babys die Wohnung. Yavrular olmadan da evde çok boş duruyor arkadaşlar. Yani gerçekten yavrular olmadan ohne den kleinen Kitten ist die Wohnung natürlich auch sehr sehr leer. Der Pepper ist auch schon wieder hier. Oder gehen wir mal jetzt unten, versuchen die Babys zu füttern. Şimdi şeyineceğiz. Yavruların yanında arkadaşlar. Yemek yedirmeye çalışacağız. Sen bir bardak su da götürelim yanımıza. Hier ist natürlich auch alles vorbereitet für meinen Angestellten, wenn er dann herkommt, dass er alles macht. Und schaut mal, da ist der Seki. Der Seki ist da, die Nicole ist da und schon mal, die sieht super aus.
der Zeki ist hier auch da, der wird gleich gefüttert. Und der Leo ist leider gestorben. Bizim Leo maalesef hayatını kaybetti arkadaşlar. Der ist hier leider gestorben. Der Leo. Der Tierarzt hatte mir das angedeutet. Bizim veterinerler bana bunu söylemişti. Yani durumu çok 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 kritik. Yani yaşamayacak gibi bir şey söyledi bize. Ve maalesef Leo hayatını kaybettik. Daha bir saat önce veterinerdeydik. Pardon, 1,5 saat önce. Bütün tedaviler yaptılar. Wir waren noch vor 1,5 Stunden beim Tierarzt. Und die haben alles für ihn gemacht. Aber das ist jetzt hier nicht Leo, ne? Ich hatte jetzt die Kamera nicht auf Leo. Aber der ist im Käfig und hat sich leider zurückgezogen. Ich hätte es auch vermutet gehabt, weil der ständig weglaufen wollte. Der wollte sich zurückziehen. Und leider konnte er sich nicht zurückziehen, weil wir ihn mit der Wärmflasche ins Käfig reingetan haben, dass er ein bisschen weitere Wärme bekommt. Und leider ist er gestorben. Yok, bu ölmedi. Bu ölen bu değil. Ölen başka biri. Zeki. Jetzt sind die Augen auf dich. Du hast zwar nichts gefressen. Es ist eine ganz, ganz harte Zeit. Es ist bei dir dort sehr warm, Zeki. Leider ist der Leo gestorben. Ich habe da ganz kurz hingehalten. Maalesef bizim Leo öldü arkadaşlar. Maalesef öldü. Bizim Leo maalesef öldü arkadaşlar. Tüm müdahalelere rağmen kaç gündür uğraşıyoruz yaşaması için.
Leider ist hier der Leo gestorben. Tüm müdahalelere rağmen ölmüş maalesef. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, maalesef tüm müdahalelere rağmen Leo'yu da kaybettik. Wir haben alles versucht, aber leider ist der Leo auch gestorben. Yani gördüğünüz gibi 2 saat önce bugün ikinci kez veterinlere götürdük. Maalesef daha iyi hayatı olabilmesi için sahiplendik yavru kediye. Ve gördüğünüz gibi hayatını kaybetti az önce. Bakın Nicole mama yiyor, su içiyor. Mamanın, Nicole'un durumu iyi. Görüyorsunuz. Ben gerçekten burada şu anda ne diyeceğim bilemiyorum. Yani ich weiß auch gar nicht, was ich gerade machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin es, der mit ihm jetzt seit Tagen verbringt, dass der hier überlebt. Dass man hier alles tut, damit der überlebt. Und dann passiert sowas. Ich war beim Tierarzt vor 2 Stunden und die haben alles für ihn gemacht. Ich hatte önce Veterinerdeydik. Ve her şeyi yaptılar. Yani ellerinde ne geliyorsa yaptılar. Hatta bana dediler, bunu yaşamayacak gözüyle bakın lütfen dediler, yani üzülmeyeyim diye. Ve maalesef veterinerin dediği gibi yani yaşamadı bizim Leo. Ve gerçekten çok zor bir durum şu anda. Sie hat mir gesagt gehabt, geh mal davon aus, dass er nicht überleben wird, der Leo. Und wie ihr gesehen habt, hat der Tierarzt vollkommen recht gehabt, leider. Aber den anderen Katzen, sag mal, der Nicole, geht es gut? Aber den Seki geht es leider nicht gut. Oğlum, kalk lan, kalk. Zeki. Kalk oğlum, kalk. Steh auf. Du musst stark sein jetzt. Jetzt musst du stark sein. Jetzt musst du stark sein, Zeki. Şimdi güçlü olman lazım, Zeki. Tamam. Tamam, Zeki. Jetzt musst du stark sein, Zeki. Schau, ich habe alles für dich gemacht. Jetzt musst du stark sein. Ben senin için her şey yaptım Zeki. Şimdi güçlü olman lazım. Bak, Leo'yu kaybettik. Sen güçlü ol oğlum. Sen güçlü ol, tamam. Tamam mı? Bakma öyle gözlerim içine. Schau mir nicht so in die Augen. Tamam mı oğlum? Jetzt musst du stark sein, Zeki. Tamam. Ich fütter dich jetzt erstmal, okay? Keine Kraft, ne? Bizim Veterinerimiz her şey yaptı bugün bunun için.
Und leider ist gerade unser Leo hier gestorben. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Moment gerade für mich. Aber ich kann mich jetzt auch nicht hängen lassen. Ich muss die anderen Katzen versorgen. Wir werden hier das Futter schön feucht machen. Es muss schön weich sein. Gerade für den Magen, den die beiden gerade haben, muss es sehr weich sein. Schon da. Bunları doyuracağız. Unser Säckchen sieht nämlich auch leider gar nicht gut aus. Und weil die sich auch übergeben, muss das auf dem Magen sehr leicht sein, das Futter. Und deswegen verdünne ich das gerade mit Wasser. Yeni midelerine hafif girmesi lazım mama. Onun için sonra suyla karıştırıyorum arkadaşlar. Maksat yumuşak olsun mideye. Das Futter ist sehr weich gemacht worden von mir. Es ist sehr, sehr weich gemacht von mir. Es ist wie Brei. Das ist ganz wichtig jetzt. Dass es bei dem empfindlichen Magen auch gerade nicht so hart sitzt. Das soll ich jetzt nicht so reindrücken. Nein, Säckchen nicht weglaufen. Nicht weglaufen, oder nicht weglaufen. Du musst fressen, Säckchen. Komm mal her. Gel, gel buraya gel, gel. Gel, 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 gitme gel. Evet, yemek yemen de çok iyi. Hemen güç aldın, kaçacaksın mı? Kaçma. Gel. Gel, gel. Gel.
Gel buraya, gel. Gel Zeki, gel. Gel. Burada bizim Zeki çok 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 ürkek bir kedi arkadaşlar. Yani bakın şu anda çok ürkek bir yavru kedimiz. Zeki ist ein sehr, 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 sehr scheuer Kater. Aber schaut mal, wenn auch Tiere wirklich in Not sind, wissen die auch, was denen gut tut. Und er läuft doch eigentlich nicht weg. Und er hat wenigstens Kraft, dass er fressen kann. Das ist super. Bak bizim Zeki birkaç enjektör mama verdik Zeki'ye. Schau mal, den anderen geht es schon wieder sehr gut. Das ist jetzt auch das Immunsystem natürlich. Roter, ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber lass mich bitte hier dein Bruder füttern jetzt, okay? Evet, yemek yemekte zorlanıyor. Ihm geht es schwer zu fressen hier. Haben auch natürlich Halsschmerzen bei solchen Sachen, bei solchen Angelegenheiten. Du musst aber ein bisschen fressen. Am besten sofort in den Hals, dass wir das auch einnehmen.
Evet, daha fazla zorlamayacağız. Maksat midesi boş kalmasın. Noch mehr wollen wir den nicht anstrengen. Hauptsache ist, dass etwas im Magen ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Morgen früh macht der Tierarzt weiter. Und der Säcki hat sich auf die Wärmflasche gelegt. Und wie gesagt, dem geht es leider auch gar nicht gut. Das seht ihr hier alles. Und leider haben wir den Leo verloren. Damit ich mal hier die Katzenklos sauber machen und auch die Wärmflaschen nachfüllen. Und auch den Schwarz-Weißen in einem warmen Platz dorthin tun. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Und ich werde euch natürlich auch, wenn ich nicht vor Ort bin, hier immer auf den Laufenden halten. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kedilerin durumu iyi değil. Bizim Zeki ve siyah beyaz kedinin durumu iyi değil. Maalesef bizim Leo'yu kaybettik. Elimizden geleni yapacağız. Burada olmazsak bir de yapılacak. Şimdi kedi tuvaletlerini vesaire her şeyi temizleyeceğiz. Ve bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.